Was haben wir hier? Die Sonne brennt erbarmungslos auf die weite Prärie. Es ist Mittag, du fühlst dich erschöpft vom langen Treiben der Rinder in den Pferch. Als du endlich auf deiner Ranch ankommst, erreicht dich eine schreckliche Nachricht. Fast deine ganze Herde wurde von Viehdieben gestohlen. Ohne zu zögern, springst du auf dein Pferd und verfolgst die Verbrecher durch die menschenleere Prärie, bis du sie schließlich in einer kleinen Stadt aufspürst. Als du an einem Saloon vorbeireitest, fällt dir etwas Merkwürdiges auf. Du steigst ab, bindest dein Pferd an und trittst durch die Flügeltüren ein. Die Stille im Raum ist beängstigend und alle Augen sind auf dich gerichtet, als du mit tiefer Stimme grüßt. Howdy allerseits, ich glaube, wir haben ja eine Situation, die geklärt werden muss. Auch wenn sich diese Geschichte vielleicht nicht genau so zugetragen hat, so könnte sie sich doch in ähnlicher Form in den 1860er Jahren abgespielt haben. Spätestens seit Hollywood seine eigene Version des Cowboy-Lebens kreiert hat, ist der Wilde Westen aus den Köpfen der Menschen nicht mehr wegzudenken. Dazu gehörten überfüllte Saloons, Kopfgeldjäger und viel Lederkleidung bei extrem heißem Wetter. Natürlich war die Hollywood-Version des Westens mehr Fiktion als Realität. Der Alltag der echten amerikanischen Cowboys war etwas weniger dramatisch, aber dennoch voller interessanter Geschichten. Ein wichtiger Bestandteil des Lebens im Wilden Westen waren zum Beispiel die Saloons. Sie waren die zentralen Treffpunkte der damaligen Zeit, in denen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkamen. Sie waren sozusagen die sozialen Medien der damaligen Zeit. Das Leben an der amerikanischen Grenze konnte aufregend, aber auch einsam sein. Die Menschen lebten oft in kleinen Städten und Siedlungen, die meilenweit voneinander entfernt lagen. In den Saloons kamen sie ins Gespräch und hielten sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Siedler, Ureinwohner, Entdecker und Cowboys trafen sich, um sich auszutauschen und eine gute Zeit zu haben. Obwohl die Populärkultur uns glauben machen will, dass gewalttätige Auseinandersetzungen in den Saloons an der Tagesordnung waren, waren sie in Wirklichkeit selten und kamen nur gelegentlich vor. Die Saloons waren eher als Treffpunkt für Geschäftsgespräche oder auch ernsthafte politische Veranstaltungen bekannt, was ihre Multifunktionalität unterstreicht. Die Entdecker des Westens legten oft weite Strecken zurück und brauchten einen Ort zum Essen und Schlafen. Saloons boten dafür eine willkommene Unterkunft. Manche Saloons dienten auch als Frühstückspension und waren ein beliebter Handelsplatz. Bauern und Bäuerinnen aus der Region trafen sich hier mit Lieferanten oder Bauern aus anderen Regionen und tauschten alles, was sie brauchten, direkt vor Ort aus. Manche Saloons waren rustikal und einfach eingerichtet, wie man sie aus den Filmen von John Ford kennt, ganz aus Holz mit einfachen Stühlen und einem Tresen als Bar. Die Saloons, die in größeren Städten wie San Francisco oder Seattle entstanden, waren viel prächtiger. Manche hatten sogar Kronleuchter und schöne Spiegel. Falls du dich fragst, warum der Cowboy am Anfang des Videos so wütend ist, nachdem jemand seine Herde gestohlen hat, nun, das Leben im Wilden Westen war nicht einfach. Die Menschen mussten erfinderisch sein, um ihre Herden zu schützen, ihr Fleisch vor dem Verderben zu bewahren und genug Nahrung für die kommende Jahreszeit zu haben. Ihre Küche mag uns heute exzentrisch erscheinen, denn sie liebten Süßkartoffelkaffee und Essigkuchen. Klingt das lecker? Für mich auch nicht. Jedenfalls gab es im Westen nicht nur Saloons und eine seltsame Küche, auch in Sachen Freizeit und Unterhaltung war man äußerst kreativ. Ein Beispiel dafür sind die Tableaux Vivants, was übersetzt lebende Bilder bedeutet. Die Menschen versammelten sich auf Plätzen oder in kleinen Theatern und warteten gespannt auf die Aufführungen. Die SchauspielerInnen schlüpften in alte Kostüme und erweckten berühmte Gemälde zum Leben. So entstand eine Mischung aus Theaterstück und Stillleben, die das Publikum in ihren Bann zog. Begleitet von passender Hintergrundmusik entstand eine einzigartige und unvergessliche Atmosphäre. Wer möchte nicht einmal ein Gemälde von Leonardo da Vinci vor seinen Augen lebendig werden sehen? Eine weitere Attraktion des Wilden Westens war der Zirkus. Mit Spannung erwarteten die Einwohner den Zirkus mit seinen exotischen Tieren und talentierten Artisten. Die wohl berühmteste Show war Buffalo Bill's Wild West. In einer Parade zog der Zirkus durch die Stadt und kündigte allen seine Ankunft an. Viele Cowboys trugen ihre traditionelle Kleidung, für die sie bekannt waren. Einige zu Pferd, andere zu Fuß. Die Buffalo Bills Wild West Show bot historische Rekonstruktionen und beeindruckende Darbietungen für die ganze Familie. Aber nicht nur die Show zog die Besucher an, auch Buffalo Bill selbst war eine Legende des Wilden Westens und wurde von vielen bewundert. Wie kein anderer verkörperte er den Archetyp des Hollywood Cowboys. Schau ihn dir an!
Sein Name ist auf die außergewöhnlich große Zahl von Büffeln zurückzuführen, denen er im Laufe seines Lebens begegnet ist. Er war berühmt für seine Fähigkeit, Pferde in Rekordzeit über weite Strecken zu reiten. Manche sehen in ihm den Inbegriff des tapferen und edlen Cowboys, wie er oft in Hollywood-Filmen dargestellt wird. Ich würde sagen, Buffalo Bill war mehr als ein gewöhnlicher Unternehmer, denn seine Wild West Show tourte nicht nur im Westen, sondern auch in anderen Teilen der USA und sogar weltweit. Über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren hatten viele Amerikaner und Europäer die Gelegenheit, seine Show zu sehen. Manche sagen, dass seine Show bis heute einen großen Einfluss auf die mythologische Vorstellung vom Wilden Westen hat. Okay, was taten die Menschen im Westen sonst noch so, um sich die Zeit zu vertreiben? Sie ritten Bullen. Die Leute liebten das. Das wurde so populär, dass es sich über mehrere amerikanische Staaten verbreitete und auch heute noch beliebt ist. Das Reiten auf echten Bullen war eine besondere Attraktion, aber es gab noch viele andere Vergnügungen, die während der Show angeboten wurden. Die Show wurde fast zu einem Volksfest, auf dem zum Beispiel Rinder mit dem Lasso eingefangen wurden, Pferderennen stattfanden oder sogar Ochsenkämpfe ausgetragen wurden. Es war ein Vergnügen, das den ganzen Tag dauern konnte. Im Wilden Westen blühte nicht nur das raue Leben der Cowboys, sondern auch der organisierte Sport. Eine bei den Zuschauern besonders beliebte Sportart war, ähnlich wie heute, das Boxen. Wetten und Diskussionen über Sieg oder Niederlage der Boxer waren allgegenwärtig. Es ging um Titel, Pokale und Geldpreise. Die spektakulären Kämpfe waren eine willkommene Abwechslung im ansonsten tristen Alltag des Wilden Westens. Auch wenn Baseball heute nicht mehr unbedingt mit dem Wilden Westen in Verbindung gebracht wird, fiel der Sport im Westen auf fruchtbaren Boden. Alexander Joy Cartwright Jr., einer der Erfinder des Baseballs, schloss sich den kalifornischen Goldrausch an und brachte das Spiel mit in den Westen. In New York und New Jersey war das Spiel bereits populär, doch nun begann es sich im ganzen Westen auszubreiten. Obwohl es einige Zeit dauerte, bis sich professionelle Mannschaften bildeten, war Baseball bereits um 1869 ein beliebter Freizeitsport und Mannschaften wie die Eagles und die Red Rovers wurden zu bekannten Namen. Der Wilde Westen hatte also mehr zu bieten als nur Cowboys, zum Beispiel auch Klapperschlangen.